Diese Studienreise hat einen großen Unterschied zur normalen Studienreise deswegen, weil wir dann vom Destination zu Destination immer mit einer Spezialthematik festgelegt. Mit dieser Thematik werden wir auch diese Experten einladen. Und diese Experten machen einen Vortrag. Das heißt, Reiseteilnehmer können mit diesen Experten diskutieren. Geht es um die China wirtschaftlich, gesellschaftlich, kulturell, jede Entwicklungsrichtung. Ja. Man kann durch diese Reise in 14 Tagen oder 12 Tagen kann die China derzeitige Status quo, die Entwicklung genauer sozusagen hineinschauen können. Ja. Und das ist ein Punkt, ganz wichtig. Das ist auch eine ganz spezielle Studienreise. Weil zum Beispiel Stadt Peking ist eine Hauptstadt, jeder weiß das, aber wir definieren dort, Verwaltung wichtig ist, ja, als Wirtschaft. Shanghai habe ich die Schwerpunkte eingesetzt auf Wirtschaftsentwicklung. Das heißt, diese Reise wird natürlich auch kombiniert mit Unternehmer, Österreich Unternehmer zu besuchen. Diese Reise wird auch kombiniert mit der chinesischen Politik in einer Roundtable-Möglichkeit anzubieten, zu sprechen, zu diskutieren. Das heißt, hier haben diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur wie normale Studienreise, ich gucke mal Mauer an, ich gucke mal die verbotene Stadt an, sondern hat eine Thematik, in ein Zusammenhängen, also die Korrelation herzustellen, zum Beispiel, wenn wir Vormittag diskutieren über die Verwaltungsreform in China, wie schaut das aus, wie gehen China dorthin und dann können wir Nachmittag auch die verbotene Stadt hineinzuschauen, was passiert in der kaiserlichen Zeit, ja? Oder was hat da passiert und was ist jetzt da in der chinesischen Volkskongress drinnen, das ist moderne heute chinesische Parlament, ja? Das ist mit der kaiserlichen Zeit, man kann einen die unterschiedlichen Bilder zu sehen. Und damit möchte ich sagen, wie die Verwaltung von früher bis heute, wie das ausschaut. Also das ganze Konzept, also von dieser Reise, wird so konzipiert, dann hat also diese Reise eine ganz besondere Zeit. Natürlich kommt rundherum diese ganz kulinarische zu erleben, auch geht es um die für den Gesundheitsbereich. Wir haben auch daran gedacht, von TCM interessant, bis zur Diagnose festzustellen, sind sie young genug oder in genug. Auf jeden Fall facettenreich im Programm. Am Abend wird rundherum mit dem ganzen Kulturprogramm, haben wir den ganzen Tag dann das Programm sozusagen summiert. Also Leute nehmen das mit, ja, das ist das Wichtige zu erleben, zu sehen. Ja. Chinesische Sprichworte heißt das, wie kann man das schneller sagen, hundertmal hören, also besser ist einmal sehen. Ne? Also einmal sehen ist besser als hundertmal zu hören. Also das ist mit diesen Motive und Zweck, möchte gerne, dass mit der Alumni Uni Graz zusammen, mit dem Konfuzius-Institut zusammen, dass wir dann eine besondere Gruppe zusammenzubinden und hinzureisen, und versuchen, China in der tiefergreifenden Ebene zu sehen, zu verstehen.